Hallöchen, Freunde. Hier trifft man sich wieder. Ich bin jemand, der gerne, nein, der nicht so gerne auf die Straße geht. Aber als ich 19 Jahre alt war, stand ich am Bauzaun in Gorleben. Lauter. Lauter. Ich stand am Bauzaun in Gorleben. Wie alt war ich da? Naja, so 17, 18, 19 rum. Danach bin ich nie wieder auf einer Demo. Doch in Köln war ich noch. Friedensdemo in Köln 1981 gegen Pershing 2. 100.000 Teilnehmer. Klasse. Danach war ich nie mehr auf der Straße, doch als Autofahrer und als Fußgänger. Wie kam ich dazu, wieder auf die Straße zu gehen? Wollen wir ein bisschen nach da gehen, dann können wir vielleicht auch. Habe ich denn nichts Besseres zu tun? Ich bin 64 Jahre alt. Geht man da noch als Randalierer auf die Straße? Komisch. Ich bin inzwischen Nazi geworden, Rassist, Rechtsradikaler, eine allgemeine Gefahr für die Gesellschaft geworden. Habe ich selber nichts von gemerkt. Und die anderen Leute, die ich gesehen habe, auch nicht. Aber es reicht ja schon, wenn man für Deutschland ist. So, warum bin ich hier? Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Es ist Herzblut für mich, wenn ich diese Traktoren sehe und die Menschen, die damit zu tun haben. Ihr habt meine volle Sympathie. Ich wünsche euch viel Glück, aber lasst euch nicht von der Politik einseifen. Das wird noch ein hartes Stück werden. Ich prognostiziere, das nächste, was sie uns wegnehmen werden, sind die Traktoren. Dann darf nicht mehr mit dem Traktor demonstriert werden. Das wird kommen. Da wird irgendwas passieren in Deutschland. Ich weiß nicht genau was. Wo das zum Anlass genommen wird, bitte schön jetzt ohne Traktoren. Ja, ja. Ich danke für das Gespräch. Dankeschön. Und herzlichen Dank für deine Interview. Dankeschön. Mal dazu wo sieht man das?